Hi, ich lese gerade ein Buch von so einem älteren Typen, den ich in LeFloid-Videos kennengelernt habe. Und ich würde euch gerne mal ein paar Zeilen daraus vorlesen. Vielleicht ist es für den einen oder anderen ja auch eine Anregung. Es wird aber nie ein Fuchs zu finden sein, der seiner inneren Gesinnung nach etwa humane Anwandlungen Gänsen gegenüber haben könnte. Wie es ebenso auch keine Katze gibt mit freundlicher Zuneigung zu Mäusen. Heho, heho, heho und willkommen zurück beim langsamsten Internet-Kasper auf ganz YouTube und dem vermutlich letzten Beitrag zu diesem Thema. Der ein oder andere hat es vielleicht mitbekommen, eine gewisse Luna Darko, die ich bis zu dem Zeitpunkt auch nicht wirklich kannte, hat auf ihrem YouTube-Kanal ein Buch vorgelesen und zwar von Hans-Joachim Marz, den ich ebenfalls nicht kannte. Ich glaube, der ist auch nicht so bekannt gewesen in der breiten Öffentlichkeit, wie dem auch sei. Sie hat 20 Minuten lang aus diesem Buch vorgelesen und dafür dann einen ordentlichen Shitstorm bekommen und sich danach dann fast 2 Stunden lang gerechtfertigt. Gemeinsam mit ihrem Freund haben sie da auf einer Wiese gesessen und erklärt, warum sie den Autor eigentlich doch ganz gut finden. Ich habe beides nicht ganz geguckt, sorry, es ging halt insgesamt 2 Stunden, 15 Minuten oder so und ich gucke mir doch nicht an, wie irgend so eine komische Tante da mit einem viel zu fetten weißen Rahmen aus irgendeinem Buch von wem anders vorliest und sich danach 2 Stunden lang ungeschnitten rechtfertigt. Sorry, ist mir einfach zu lang. Ich habe reingeguckt und jetzt nichts so Krasses gefunden. Hab dann allerdings nach einer kleinen Zusammenfassung der Sachlage gesucht und bin da auf etwas gestoßen, das kann ich eigentlich auch nicht ganz unkommentiert lassen. Und es geht um niemand Geringeren als LeFloid. Ich habe schon länger kein Video mehr von dem geguckt und das hatte auch seinen Grund. Ich bin dementsprechend nicht mit so einer hohen Erwartungshaltung reingegangen, wurde dann aber trotzdem noch enttäuscht. Wir schauen mal kurz rein. Hallo ihr Hübschen und herzlich willkommen hier bei Le News. Und ja, als allererstes müssen wir über ein Thema reden, das ihr über sämtliche Social-Media-Plattformen an mich herangetragen habt. Denn ihr habt gefühlt gestrichen die Schnauze voll von Luna Darko. Hallo, du mäßig Hübscher und herzlich willkommen zur Antwort auf deine Le News. Und jetzt zu einem Thema, was mehrere im Chat bei Twitch an mich herangetragen haben. Die haben nämlich auch gestrichen die Schnauze voll von Luna Darko. Von dir allerdings auch die meisten. Also ihr sitzt genau genommen, fast im gleichen Boot und bevor du es jetzt wieder falsch verstehst, LeFloid, Satire, Satire. Ich weiß, du hast nicht so damit, das zu erkennen, kommen wir später noch zu. Habe ich für 3 € aus China bestellt, aber Satire, LeFloid. Ich schreibe es hier nochmal groß hin, weil du es ja sonst nicht ganz verstehst. Satire, okay? Weiter im Text. Die und auch ihr Magger hat sich jetzt in den Kopf gesetzt, ganz gepflegt darauf zu scheißen, dass sie über 500.000 treue Anhänger auf YouTube hat. Und bring es doch mal auf den Punkt. Wenn du mehr als 500.000 mutmaßlich jugendlicher Follower hast, dann solltest du dir einer gewissen, nun ja, nennen wir es doch einfach mal, einer gewissen sozialen Verantwortung durchaus bewusst sein. Den Part fand ich sehr interessant mit den hohen Abozahlen, den jungen Zuschauern und der damit einhergehenden Verantwortung. Wie viele Abonnenten hattest du nochmal, LeFloid? Du hast deine Abozahlen selber ja ausgeblendet, aber ich glaube, das sind ein bisschen mehr als die von Luna Darko, aber das sind sicher alles Erwachsene. Da sind wahrscheinlich keine jungen Menschen dabei, die du mit Videos wie zum Beispiel diesem Video beeinflussen könntest in eine komische Richtung, sagen wir es mal. Die krassere Aussage, wegen der ich unter anderem dieses Video mache, kommt allerdings erst danach. Luna Darko hat sich allerdings dazu entschieden, ihren Rechner hochzufahren, ihr Gehirn allerdings im Lockdown zu lassen und teilt jetzt fröhlich Verschwörungstheorien und die Inhalte von einem gewissen Herrn Marz. Das ist ein nachweislich und in einschlägigen Kreisen durchaus bekannter rechtsextremer Psychologe, der unter anderem durch seine netten Verbandelungen zur Pegida und zur AfD von sich reden mag. Ist das diese Verantwortung, von der du gerade gesprochen hast, vor aktuell 260.000 Leuten jemanden als nachweislich rechtsradikal zu bezeichnen, ohne irgendeinen Nachweis einzublenden? Ich meine, die einzige Quelle, die er da gezeigt hat, ist ein anonymer Twitter-Account namens Alerta Alerta. Aber er hat dann nicht mal die angesprochenen Passagen von diesem Herrn Marz irgendwo rausgesucht und eingeblendet oder aus Lunas Video oder so. Nee, es werden einfach unreflektiert irgendwelche Tweets gepostet und bei Twitter steht eine ganze Menge. Ich meine, wenn Quelle Twitter jetzt schon eine seriöse Quelle ist, bei Twitter steht auch, dass Rezo ein Nazi ist, weil der einer Kritikerin ein klärendes Gespräch angeboten hat und sich dann jemand eingeschaltet hat mit: Moment mal, die Kritikerin ist aber weiß, Rezo redet nur mit Weißen, der ist wohl auch ein Nazi.
Bei Twitter steht über dich wahrscheinlich auch eine Menge Zeug, LeFloid. Ist das deswegen, bist du nachweislich ein blödes Arschloch oder so, weil das irgendwer zu Twitter geschrieben hat? Meine Güte, ich meine, ich habe das Buch von diesem Marz nicht gelesen. Das kann ja sein, dass der wirklich irgendwelche schlimmen Dinge gemacht hat, die ihn nachweislich zu einem Rechtsradikalen machen. Aber dann zeig uns diese Nachweise. Ich habe im Stream auch nachgefragt und im Chat haben dann die Leute gesagt, ja, ich habe jetzt gerade mal gegoogelt und hier wurde geschrieben, dieser Marz, der hat irgendwas unterschrieben, eine Petition von einer anderen Frau, die irgendwie Pegida nahestehen soll, die dagegen ging, dass auf der Buchmesse randaliert wird, weil da die falschen Verlage auch mit hingehen durften. Oder dass der ein paar Sachen zur AfD oder zu irgendwelchen Demonstranten in Chemnitz gesagt haben soll, dass die nicht alles schlimme Rechtsradikale sind. Das macht ihn jetzt natürlich auch zu einem. Wenn es denn wirklich einen Beweis gibt, dann lasse ich mich gerne eines Besseren belehren. Aber bring die Nachweise, wenn du sie schon anbringst, LeFloid. Was soll das? Und wenn man schon ein Rechtsradikaler ist, weil man sagt, dass die AfD vielleicht nicht ganz der Teufel in Person ist, wie bezeichnet man denn dann Leute, die zum Beispiel beim NSU sind? Ist das die gleiche Kategorie? Kann man da das gleiche Wort anwenden? Also, vielleicht sollte man sich da überlegen, dass man solche Beschuldigungen doch ein bisschen mit Bedacht wählt und sagt, okay, das ist kritisch, dass der mit diesen Leuten Kontakt hat, aber na, nachweislich rechtsradikal oder rechtsextrem ist schon eine bisschen harte Anschuldigung, die man dann schon meiner Meinung nach begründen sollte. Und posaunt fröhlich und durch eine gewisse Esoterik beschwingt einen wirren Gedankengang, der ein bisschen zu viele Schleudergänge in ihrer Kopfwaschmaschine durch die Gegend. Was so dermaßen unreflektiertes Verhalten bei einer so jungen und so zahlreichen Followerschaft bedeutet, das ist Fräulein Luna gehörig egal. Für die Esoterik wird natürlich wieder kein Beispiel eingeblendet. Man könnte ja mal einen Videoausschnitt oder einen Tweet von Luna selbst einblenden. Aber Spoiler Warning, das wird das ganze Video nicht mehr passieren. Es werden immer nur Tweets eingeblendet von jemandem, der über diese Luna tweetet und sowas sagt wie: Luna hat gesagt, Menschen mit viel Geld lenken die Welt. Ganz schön rechts. Was für ein Nazi. Gut, das braucht jetzt schon ein bisschen mentale Gymnastik, wie man da irgendwie drauf kommen kann. Man könnte ihr jetzt irgendeine Intention unterstellen, dass sie damit vielleicht irgendwas anderes gemeint haben könnte. Vielleicht hat sie auch noch krassere Sachen gesagt, aber ich meine, wenn man jetzt schon tweetet, sie ist böse, sie sagt das und das. Ich meine, Menschen mit viel Geld lenken die Welt, das wirst du jetzt nicht unbedingt nur bei Rechten finden, so eine Aussage. Das wirst du wahrscheinlich bei Kommunisten auch so ein bisschen häufiger noch zu hören bekommen, aber sind wahrscheinlich auch alle rechtsextrem, nachweislich. Denn dass sie da zum Teil mit NS-Propagandabegriffen nur so um sich schmeißt, das ist ihr herzlich egal. Man solle sich doch selbst ein Bild machen. Und dieses sich selbst ein Bild machen heißt bei ihr nichts anderes als der bösen, bösen Lügenpresse. Herzlich willkommen also im AfD-Sprech- und Pegida-Jargon. Kein Wort mehr zu glauben. Und sich stattdessen bei nachweislich mehr als dubiosen und auch rechten Alternativmedien zu informieren. Und wieder, ziemlich harte Anschuldigung, die man meiner Meinung nach vielleicht mal belegen sollte, Luna wirft mit NS-Propagandabegriffen um sich. Keine Quelle, keine Einblendung, kein Beispiel. Luna sagt Lügenpresse, auch kein Beispiel. Das war dann so irgendwie reininterpretiert da rein, dass sie gesagt hat, man soll sich ein eigenes Bild machen. Gut, ein eigenes Bild machen an sich klingt jetzt nicht so nach Propaganda oder nach rechts. Wenn sie wirklich Lügenpresse gesagt hat, dann blende es uns doch ein. Hätte man ja machen können, dass man sich ein eigenes Bild machen soll, das konnte man ja auch einblenden. Aber Lügenpresse blende ich nicht ein, aber das hat die, bestimmt hat die das gesagt. Ich bin's, LeFloid, könnt ihr mir doch einfach mal glauben, bestimmt hat die das gemacht. Aber Quelle? Quelle Internet. Wenn wir also demnächst Vlogs von ihr sehen, wie sie 5G-Masten anzündet, würde mich das schockieren? Nein. Würde ich darüber lachen? Nein, auch nicht. Denn wie gesagt, sich einer gewissen Grundverantwortung bewusst sein, das ist ein absolutes Muss. Wer ein Buch von diesem komischen Typen gut fand, der geht im nächsten Moment bestimmt auch 5G-Masten anzünden und faltet sich wahrscheinlich gerade seinen Aluhut. Und wer schon mal Counter-Strike gespielt hat, der ist ein potenzieller Amokläufer.
Selbe Logik. Das Ganze wird stilecht auch noch mit folgendem großartigen Statement abgerundet. Mein ganz persönlicher Rat an euch ist, macht einen großen Bogen um die junge Dame. Denn ihr zuzuhören ist meiner ganz privaten Meinung nach einfach nur verschenkte Lebenszeit und die kann man heutzutage wesentlich effektiver nutzen. Cancel Culture at its best. Bitte ignoriert diese junge Dame fortan, wenn sie irgendwas zu sagen hat. Und eure Lebenszeit könnt ihr doch garantiert besser nutzen. Le News gucken zum Beispiel. Okay, kleiner Scherz. Und warum soll man da jetzt unbedingt mehr auf Le Floyd hören als auf Luna? Ja klar, weil er der Gute ist. Frei nach dem Motto: Denn wir sind die Guten und nicht die Bösen. Und lieber bin ich der Gute als der Böse. Was macht sie nochmal zur Bösen? Ach ja, dass sie Blödsinn erzählt hat, auf Grundlage von Quellen, die sie vermutlich nicht ganz verstanden oder nicht richtig eingeordnet hat. Ziemlich ironisch, wenn auf Le Floyds eigenem Kanal dann bis zum heutigen Tag immer noch sowas hier online ist. Tja, in China gibt's viele, viele Menschen. Und die haben viele, viele Hunde. Und die machen viel, viel Scheiße. Um diesem Problem in Zukunft entgegenwirken zu können, haben chinesische Forscher jetzt einen Hund gezüchtet, der keine Ausgänge für Körperausscheidungen hat. Hä? Ja. Was sich hier anhört wie eine patente Lösung, ist eigentlich Tierquälerei, denn man weiß ja, was reingeht, muss auch irgendwann wieder raus. Nein, es ist keine Tierquälerei, sondern Satire. Das ist nie wirklich passiert. Es gibt nur eine einzige Quelle dazu und das ist die Satire-Seite Neue Rheinpresse. Und statt das Video dann rauszunehmen, indem er sich da 2 Minuten darüber aufregt, wie gemein doch diese chinesischen Wissenschaftler sind und dass das ja gar nicht angehen kann oder einen angepinnten Kommentar zu schreiben oder irgendwas, hat er bloß ganz unten in der Videobeschreibung diesen Satz hier hinzugefügt. Chinesischer Forscher züchten, aha, guter Satzbau, einen Hund ohne Ausscheidungsorgane, Punkt, Punkt, Punkt. Und nach 7 Wochen wird er vermutlich platzen, bla bla bla. Ob diese Geschichte nun Satire ist oder tatsächlich Zukunftsmusik, wer weiß. In jeder Legende steckt ja immer ein bisschen Wahrheit, Zwinker-Smiley. So kann man sich natürlich auch rausreden. Das ist aber trotzdem schon ein bisschen peinlich, weil die Hälfte des Videos nur um dieses eine Thema geht. Und es ist halt einfach nie passiert. Es gibt eine einzige Quelle und das hätte man vielleicht rausfinden können, dass das eine Satire-Seite ist. War aber kein Einzelfall. Das hier hat sich Le Floyd nämlich auch schon mal geleistet. Nun geistert doch tatsächlich eine unglaubliche Geschichte durchs Netz, nämlich ein 128 Jahre alter Argentinier, ja, der geistert wahrscheinlich auch bald, der hat sich jetzt an die Öffentlichkeit gewandt und behauptet steif und fest, er sei Adolf Hitler. Okay, what? Zeitlich und optisch kommt das Ganze wohl hin. Zeitlich kommt das also hin. Man hätte bei der Gelegenheit ja vielleicht mal googeln können, wie alt denn überhaupt der älteste je gemessene Mensch geworden ist und da wird man als erstes Ergebnis finden, 122 Jahre. Und dann ist der einfach 128 geworden? Will Le Floyd uns hier irgendwie durch die Blume sagen, dass Hitler vielleicht Teil der Herrenrasse ist und einfach nochmal 6 Jahre älter werden kann als der älteste je gemessene Mensch? Will ich ihm jetzt auch nicht zu Unrecht was in den Mund legen. Aber was war denn die Quelle für diesen Beitrag? Sputnik News. Wenn man die jetzt einfach mal googelt, wird man relativ schnell den Wikipedia-Artikel finden, wo dann Folgendes über die steht. Die werden von der Süddeutschen Zeitung als Versuch, russische Staatspropaganda in Deutschland zu verbreiten, bezeichnet. Die FAZ und die ARD haben auch so ihre Probleme damit und Le Floyd ist ja wahrscheinlich nicht derjenige, der uns jetzt sagen will, dass man sich sein eigenes Bild machen soll und den Mainstream-Medien da nicht glauben soll, oder? Kleiner Funfact am Rande, Sputnik News verbreitet anscheinend aktuell Verschwörungstheorien zu Covid-19. Na, da wollen wir doch mal hoffen, dass Le Floyd, der sowas ja anscheinend gerne liest und in seine News einbaut, nicht bald 5G-Türme anzünden geht. Fazit also: Ja, diese 2 YouTube-Kasper haben da ein bisschen Blödsinn erzählt. Das geht vielleicht damit einher, wenn man die letzten Jahre nur mit Kiffen und YouTube verbracht hat. Besonders als sie da 2 Stunden auf der Wiese gesessen und sich gerechtfertigt haben. Ja gut, aber das rechtfertigt doch nicht, dass man da so eine riesen Hetzjagd veranstaltet und so wie Le Floyd vor so einem riesigen Publikum einfach mal irgendwelche Dinge raushaut, die vielleicht irgendwie belegbar sind. Die Belege zeigt man natürlich nicht. Und dann einfach nur nach dem Motto vorgeht, das sind die Bösen, weil die sind rechts und ich bin Stelle Floyd, ich bin nicht rechts. Das heißt, wer rechts ist, ist schon mal gegen mich und der ist böse. Vielleicht ist es gar nicht mal so einfach. Vielleicht gibt es ja auch mehr Ausrichtungen als nur 2. Aber was sage ich euch, das wird ja auch schon seit Jahren gesagt, aber es tut sich leider nichts. Die Tatsache, dass wir uns beispielsweise ganz streng in links und rechts unterscheiden lassen,
Und die einen sind links und die anderen sind rechts. Und wir nehmen das ungeheuer wichtig. Statt uns einmal darüber klar zu sein, dass es überhaupt keine Möglichkeit mehr gibt, die Schwierigkeiten und die Probleme, die wir haben, in links und rechts zu teilen, sondern dass es Probleme gibt, wie auch schon Herr Brückner angedeutet hat, die mit Parteien und links und rechts überhaupt nichts mehr zu tun haben. Dabei aber wir lassen uns immer wieder konfrontieren und machen uns, rennen uns die Köpfe ein um nichts und wieder nichts. Mein ganz persönlicher Rat an Le Floyd ist, lösch dich. Imp ist der Beste.